Hallo, liebe Mediziner, liebe Ärzte und liebe Zahnärzte. Ja, das erste Mal ganz schnell von hier aus live zu den Punkten, die mich im Augenblick etwas beschäftigen. Welche Situation haben wir zurzeit? Es ist also so, dass die Kenntnisprüfungen in den verschiedenen Bundesländern immer noch ziemlich unterschiedliche Ergebnisse haben. Selbst in Münster, nach meiner Information die größte Stelle mit Kenntnisprüfungen, kommt es immer verstärkt darauf an, welche Prüfungskommission eingesetzt werde. Es kommt also nicht immer unbedingt auf Ihr Können an, sondern es kommt darauf an, ob Sie an die richtige Prüfungskommission geraten. Dazu liegen mir sehr viele unterschiedliche Berichte vor, die ich dann auch immer auf meiner Seite poste, um Ihnen zu zeigen, was ist eigentlich los. Und ich bekomme dann auch oft Anfragen von Medizinern, von Juristen oder auch von Auftraggebern, das heißt dort, wo die Ärzte arbeiten, die mich fragen, was kann man dann eigentlich machen? Es hat Petitionen gegeben, es hat Beschwerden gegeben, es wurden bereits Anwälte eingeschaltet, aber es hat alles noch nicht dazu geführt, dass sich dort etwas geändert hat und es wird sich vermutlich auch nichts ändern. Denn man stellt sich ganz klar auf den Standpunkt, wenn dort drei Ärzte in einer Prüfungskommission sind und die Prüfung abnehmen, dann können sich doch nicht alle drei Ärzte bei der Kenntnisprüfung vertun oder einen Fehler machen. Gut, brauchen wir tatsächlich an der Stelle zurzeit nicht diskutieren. Warten wir ab, ob sich dort etwas ändern wird. Ich sehe es noch nicht so. Also bei den Berichten aus Münster, die sind zweigeteilt. Es gibt viele Leute, die schaffen das, die melden sich, alles prima. Und es gibt viele Leute, die sagen, ich kann überhaupt nicht mir erklären, warum ich da durchgefallen bin. Was ist mir im letzten Jahr noch besonders in Erinnerung geblieben? Da gab es die Mitteilung, ich zitiere mal, dass eine 21-Jährige mit gefälschten Dokumenten in Krankenhäusern in Cuxhaven und Meppen im Emsland gearbeitet hat. Das finde ich ganz heftig. Wir wissen doch, wie schwierig es ist, überhaupt eine Approbationsurkunde zu bekommen. Und nach den Informationen der recherchierenden Zeitungen hat die Sozialbehörde Hamburg, die sind zuständig für die Approbationsunterlagen, eine Approbationsurkunde ausgestellt. Unbegreiflich. Denn Sie und ich, wir wissen, wie schwierig es ist, überhaupt dann eine Approbation zu bekommen. Und das ist bei denen dann gar nicht aufgefallen. Wie sagte denn das Krankenhaus? In den ersten 3 bis 6 Monaten werden die jungen Ärzte, die oftmals frisch von der Uni kommen und überwiegend nur theoretisches Wissen besitzen, eng geführt. Toll. Die 21-Jährige habe zurzeit keine eigenständigen Patienten oder hat nicht mit Patienten eigenständig agiert. Deswegen ist kein Schaden entstanden. Tja, die 21-Jährige wurde dann angezeigt und erklärte, sie hat behauptet, in den USA zur Schule gegangen zu sein, dabei einige Klassen übersprungen und dann dort auch studiert zu haben, wie der NDR recherchiert hat. Leute, da haben wir Ärzte, die teilweise 15- oder 20-jährige Berufserfahrung nachweisen. Ich habe gerade wieder so einen Fall. Und die bekommen die Approbation nicht, weil bei der Überprüfung der Gleichwertigkeit festgestellt wurde, dass irgendein Tertial, was 4 Monate oder 3 Monate dauern sollte, da fehlten 14 Tage in einem praktischen Fach.
Deswegen verweigert man den Ärzten die Approbation. Und mit Hilfe eines Anwaltes muss man dann darum kämpfen, dass dieses keine sogenannten wesentlichen Unterschiede sind. Also es ist zurzeit schon ganz schön heftig, was in Deutschland passiert. So, soweit heute, kurz aus dem neuen Jahr. Wir hören uns in Kürze wieder. Schönen Feierabend und schönen Dank.